Ja, das geht wie's Pizzabacken. Wir sind schon beim Step 7 und wir wollen uns jetzt beschäftigen mit unserem fantastischen Auto-Layout-System. Okay. Also, so wie wir hier programmiert haben, XY, Width und Height, oder so wie wir es jetzt hier hart codiert in unserem Storyboard haben, das ist nicht der Weg, wie wir arbeiten sollten. Wir müssen mit sogenannten Constraints arbeiten. Wir müssen also Eigenschaften vergeben. Bedingungen müssen wir vergeben. Und wir bitten dann das Laufzeitsystem vom iOS-Betriebssystem darum, zur Laufzeit eben die Elemente nach gewissen Regeln zu positionieren, so dass es immer stimmt. Wow. Also, dann wollen wir doch zunächst einmal festlegen, dass wir nicht hier über Width und Height in dem Size-Inspektor diese 100 mal 100 Punkte haben, sondern wir wollen das als Constraint ablegen. Dazu klicken wir unseren View an, der die Constraints erhalten soll. Und gehen dann hier mal auf diese Ansicht, Add New Constraints. Und wir wollen die Breite und Höhe auf jeweils 100 setzen. Und dann sagen wir einfach, füge mal diese zwei Constraints hinzu. Und schaut mal, was passiert ist. Jetzt gibt's nämlich hier so ein kleines Häkchen. Und unser View hat jetzt Constraints bekommen, nämlich eine Breite von 100 und eine Höhe von 100. Aber irgendwas ist auch noch zusätzlich passiert. Ihr seht, diese Striche sind rot. Rot deutet immer auf einen Fehler hin. Und noch viel schlimmer, hier oben ist auch jetzt ein rotes Symbol aufgetaucht und sagt uns, Leute, so geht's nicht. Das Schöne ist, wir können hier mal draufklicken und dann kriegen wir eine Information. Und da heißt es nämlich, dass unser View noch eine Information für X und eine Information für die Y-Position braucht. Ja, ist ja auch richtig. Nur weil wir sagen, wie groß etwas ist, haben wir ja noch keine Regel aufgestellt, wo es denn sein soll, oder? Also, und um das jetzt zu machen, klicken wir mal hier unseren View an, gehen mal hier auf den Align Editor und sagen, ich möchte bitte, dass du horizontal und vertikal in deinem äußeren Frame, ja, wir haben unseren kleinen Orange View angeklickt und bitten jetzt darum, dass der bitte zentriert in diesem Frame sein soll. Also immer von uns zu unserem Elternobjekt, vom Child zum Parent. So werden die Constraints aufgegeben. Und das haben wir jetzt gemacht. Und wir sehen jetzt interessanterweise, dass wir Center X und Y als Constraints haben. Aber schaut mal, diese Constraints sind nicht Constraints von unserem orangen View, denn da haben wir nur die Höhe und Breite. Diese Constraints, wo etwas positioniert ist, die liegen tatsächlich in unserem äußeren View. Also unser äußerer, der blaue View, der hat Constraints bekommen, wo gesagt wird, wo der orange View bitte zu platzieren ist, nämlich in der Mitte vom Schirm. So, und dann wollen wir doch noch mal unseren Assistant Editor Test machen, ob denn jetzt da irgendwas passiert ist. Das haben wir ja das letzte Mal schon gesehen. Wir gehen hier in den Assistant Editor. Wir gehen nicht auf Automatic, sondern auf Preview von unserem Storyboard. Und wir sehen hier jetzt zur Laufzeit würde das auf einem iPhone 4S wohl so aussehen. Naja, wen wundert's, es ist immer noch in der Mitte. Aber was passiert, wenn wir das iPhone rotieren? Ha! Ist ja immer noch in der Mitte. Erinnert ihr euch? Vorher war das Kästchen irgendwo schief. Okay. Wie sieht's denn aus, wenn wir uns das auf einem iPad anschauen? Ah, auch hier jetzt völlig klar
Auf einem iPad wird unser oranges Kästchen auch in der Mitte sein. Und einfach, dass wir auch ein bisschen was wieder im Simulator sehen, lassen wir den doch nochmal zu Wort kommen. Ja, und ich weiß, wir haben noch zusätzlich unser gemaltes oranges Rechteck im Source Code. Das haben wir natürlich nicht neu positioniert. Aber wir gucken jetzt hier, da ist unser Rechteck schön zentriert. Das ist das, was wir im Source Code gemalt haben. Und wenn wir jetzt unser iPhone rotieren, wie wunderschön ist das denn? Unser oranges Rechteck bleibt tatsächlich zentriert und würde auch auf allen Devices immer zentriert sein. Also ein erster vorsichtiger Geschmack der sogenannten Auto-Layout-Constraints. Ich denke, es ist eine recht gute Herangehensweise. Etwas hat eine Breite und eine Höhe und eine Position. Und die Position ist dann zur Laufzeit dynamisch bezogen auf den außen liegenden UI-View. Wenn der eben größer ist oder flacher oder Landscape oder Portrait, die Mitte rechnet sich das System immer aus und wird dann die Elemente dementsprechend positionieren. Hier, wie gewünscht, zentriert. Und das ist doch mal eine spannende Sache, oder?